Servus Leute, heute geht es um das Thema MQTT. Und zwar gab es von dem OpenHub 2.3 auf 2.4 ein Update und wir bekamen das neue MQTT-Binding, das 2.4er-Binding hinzu. Vorher hatten wir ja das Problem, sage ich mal, dass wir bei dem MQTT-Binding 1.0 oder 1.x hier in unserem Raspberry manuell noch einen Broker anlegen mussten. Da mussten wir dazu in unseren Raspberry reingehen oder eben das System, auf dem OpenHub läuft oder der Broker läuft und mussten hier die MQTT-Config-Datei manuell anlegen. Das soll jetzt das Binding im Endeffekt alles ein bisschen vereinfachen und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ihr geht auf jeden Fall hier auf Add-ons und installiert das 2.4er Binding. Nachdem ihr dieses installiert habt, gehen wir hier auf Inbox und fügen hier ein neues Gerät hinzu, gehen auf MQTT Thing Binding, dann sucht er, findet aber nichts, dann gehen wir hier auf Add Manually und kreieren hier im Endeffekt unseren Broker. Den nenne ich hier mal MQTT Broker Test. Thing mache ich genauso. Das ist im Endeffekt die Variante, wie man jetzt in Paper UI einen Broker anlegen kann. Ich finde es sehr einfach und nicht so umständlich, sage ich mal, wie vorher bei dem 1er Binding. Ihr vergebt hier einfach einen Broker Hostname und hier müsst ihr dann einen Usernamen und ein Passwort vergeben. Ich nutze im Endeffekt genau dieselben Einstellungen, die ich vorher schon bei meinem Broker hatte. Die könnt ihr hier in der MQTT-Config-Datei auf euren Raspberry einsehen. Deswegen nutze ich hier eben Localhost und bei Username und Passwort genau dasselbe, da ich im Moment die zwei MQTT-Bindings parallel laufen lassen will oder ich lasse sie parallel laufen. Weil ich noch am Umziehen der Items von dem alten Binding bin. Deswegen laufen die bei mir jetzt im Moment noch parallel. Es gibt auch keine Probleme damit. Ist im Endeffekt wahrscheinlich also vorgesehen, erstmal, dass man eben die alten Sachen, die schon über MQTT laufen, ins neue Binding reinbekommt. Genau, wenn ihr hier eben den Usernamen und das Passwort gewählt habt und hier den Localhost, müsst ihr nur den Brokerport vergeben. Das war bei mir der 1883 und dann gehen wir auf das Häkchen und dann habt ihr im Endeffekt schon euren Broker angelegt und er sollte online sein. Genau das sehen wir hier, unser Broker ist online, der funktioniert im Endeffekt schon. Jetzt geht es um das Verknüpfen unserer Geräte, da gehen wir wieder auf Things, gehen auf das Plus, gehen hier auf MQTT Thing und dann gehen wir hier wieder auf Add Manually. Ich will jetzt einen Sonoff Basic verknüpfen, deswegen gehe ich hier auf Generic MQTT Thing und vergebe hier einen Namen. Da machen wir Sofa Test und hier genauso Sofa Test. Und als Bridge wählen wir natürlich unseren MQTT Broker aus und gehen hier auf das Häkchen. Dann gehen wir in unser Thing rein. Dann sehen wir, das ist auf jeden Fall schon mal online und hier müssen wir dann noch einen Channel hinzufügen. Das geht im Endeffekt auch ganz einfach. Ihr könnt hier verschiedene Sachen auswählen. Bei mir geht es ja jetzt um einen Sonoff, deswegen gehe ich auf On-Off-Switch. Und dann müssen wir hier Channel-ID und das Label und die Topics vergeben. Da es sich ja um einen Sonoff Basic handelt, ist natürlich mein Channel ID Power und das Label nehme ich auch jetzt auch mal Power. Und um die MQTT State und das Command rauszubekommen, nutze ich immer den MQTT FX. Da müsst ihr hier bei den Einstellungen eure Brokeradresse und euren Brokerport eingeben, den wir eben vorher im Paper UI angelegt haben. Und dann auf Apply und auf OK gehen und dann könnt ihr hier im Endeffekt, bei wenn ihr subscribe zu verschiedenen Geräten, die Befehle auslesen und diese dann richtig im Paper UI einfügen.
Wenn das erwünscht ist, kann ich ein eigenes Video nochmal zu dem MQTT-FX machen. Aber jetzt geht es hauptsächlich um das neue Binding. Und deswegen fügen wir hier genau dieselben Sachen, die wir ja schon angelegt haben in unserer Items-Datei auf dem Raspberry, geben wir hier die Topics ein. Und zwar geht es bei mir um den Switch 7. Und dann brauchen wir einmal einen State Topic, der ist hier. Da markiere ich von State bis zu Power alles, füge dieses hier ein. Und bei Command im Endeffekt genau dasselbe. Nehme ich hier Command bis zu Power und füge dieses dann hier ein, bei Command Topic. Wenn wir dieses alles eingestellt haben, gehen wir auf Save. Und dann verknüpfen wir den Kanal im Endeffekt noch, dass wir ihn über Paper UI oder unseren Basic UI oder im Help Panel hinzufügen können. Das funktioniert im Endeffekt genauso wie mit allen anderen Geräten, die wir über Paper UI hinzugefügt haben. Wir lassen hier Default, kreieren hier ein neues Item. Da könnt ihr natürlich wieder einen Namen vergeben. Ich lasse das jetzt mal so und verlinke diesen. Und dann haben wir den Sonoff jetzt schon hier unter Control. Gehen wir ein bisschen runter und dann sehen wir, dass wir hier so vertest haben, natürlich Power ein- und ausschalten und können diesen bedienen. Das funktioniert sehr einfach und ist meiner Meinung nach nicht so umständlich, wie es früher war mit dem 1er Binding. Man muss im Endeffekt einfach nur wissen, wie man die Sachen einzustellen hat, wo man was reinschreiben muss. Aber sonst gibt es damit eigentlich keine Probleme und ich finde es, wie gesagt, wesentlich einfacher, wie ständig in der Items-Datei oder eben in der MQTT-Config-Datei Sachen reinzuschreiben oder auszutauschen. Ich bin im Moment noch am Umziehen, also ich ziehe von meinem 1er MQTT-1er Binding in das 2er um und mache das nach und nach mit allen Switches und allen Items, die ich vorher schon manuell angelegt habe. Das dauert ein bisschen, aber ich finde es für neuere Geräte oder für Neueinsteiger eben jetzt in OpenHub ganz einfach, auch weil der Broker viel einfacher, sage ich mal, kreiert wird wie damals. Bei mir war das ein ziemlicher Act, bis im Endeffekt mein Broker gelaufen ist und bis ich das System ein bisschen durchschaut habe. Genau, das war es im Endeffekt soweit. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, postet einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Servus!